Hey ho, let's go! Herzlich willkommen bei meinem diesmal richtigen Let's Play von Terraria. Das erste Let's Play war ja mehr so ein Tutorial, wo ich halt möglichst schnell durchs Spiel wollte, um zu jedem Item schon mal ein Video zu haben. Diesmal werde ich es langsamer angehen. Ich werde auch keine Cheats verwenden, auch kein Worldview oder sonst irgendwas, um mir die Karte anzugucken. Das wird ein richtiges Let's Play. Und es wird episch. In diesem Zusammenhang möchte ich auch den Dank aussprechen an meine Abonnenten, Freunde, Teamkollegen, die im Turnier jetzt bis jetzt schon mitgemacht haben. Wir erstellen uns jetzt erstmal einen neuen Charakter. Wenn ihr bei dem Turnier auch noch mitmachen wollt, schickt mir bitte eine direkte private Nachricht mit, dass ihr euch anmelden wollt, und bitte kein Kommentar unter das Video. Das ist nicht so... Also Kommentare unter den Videos mit Anmeldungen nehme ich nicht an. Nur wirklich, wenn mir persönlich die Nachricht schickt, dass er mitspielen will. Mittlerweile habe ich auch an die 70 Leute, die beim Turnier mit teilnehmen wollen. Also die Community wächst da und wächst. So, ein bisschen braungebrannter möchte ich den aber schon haben. Skin Closes. Und es gibt, wie ihr seht, bin ich jetzt in der Version 1.05, und es gibt eine interessante Neuerung, die das ganze Let's Play nochmal von der Spannung her ins Unermessliche treiben wird. Und zwar gibt es nämlich jetzt den Hardcore-Modus, und da ich ja kein Weichei bin, sondern ein Profi-Gamer, ja, spiele ich natürlich auch in diesem Hardcore-Modus. Der Hardcore-Modus heißt nämlich wie folgt: Wenn ich drauf gehe, verliere ich mein komplettes Inventar. Das kann ich aber wieder aufsammeln, das bleibt an der Stelle liegen, wo ich gestorben bin. Ich verliere aber alle Herzen, die ich eingesammelt habe, alle Mana-Kristalle, die ich eingesammelt habe, das ist alles futsch. Ja, und an der Stelle, wo ich gestorben bin, erscheint ein Grabstein mit dem Todesgrund, warum ich gestorben bin. Und das ist es. Wenn ihr hier auf Softcore klickt, fragt ihr euch, möchtet ihr das wirklich? Ja, möchte ich. Ich will auf Hardcore spielen. Denn ich weiß jetzt schon, ihr werdet eine Menge Spaß haben, wenn ich verrecke, meine ganzen Sachen und alles verliere. Ihr werdet euch krank und schlapp lachen. Und das ist es mir wert, euch diesen dieses Gimmick einfach zu gönnen. Ja, also lacht laut herzlich, wenn ich drauf gehe. Das ist es mir wert. So, da ich zum Glück ja der erste Let's Player von Terraria in Deutsch bin, also der das wirklich effizient gemacht hat, und mit dem Tutorial habe ich schon viele Fans in dieser Hinsicht bekommen, und es werden Tag und Tag immer mehr. Deshalb will ich auf der Schiene Terraria jetzt auch erstmal bleiben. Und wie gesagt, das wird ein richtiges Let's Play. Ich werde mir hier Zeit lassen mit dem Bauen, Erkunden und so weiter. Es ist eine große Karte, deshalb werden wir viel zu sehen bekommen. Und ich hoffe, dass ich die 200er Marke, vielleicht sogar die 300er Videomarke mit diesem Let's Play knacken werde. Das heißt 300 Folgen Terraria. Und ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, das wird ein episches Let's Play und auch ein langwieriges Let's Play. Weil ich möchte auch mir endlich mal eine vernünftige Behausung bauen. Ich möchte einen Minenschacht haben, der wirklich bis unten geht und mich ein bisschen absichert. Was ich natürlich auch brauche, wenn ich also auf Hardcore spiele. Deshalb werden wir dann wahrscheinlich auch einige Folgen dazwischen haben, die vielleicht nicht ganz so spannend sind, weil ich dann vielleicht größtenteils am Bauen bin. Ich versuche es für euch natürlich so spannend wie möglich zu halten. Ich möchte euch allen nochmal Dank aussprechen dafür, dass ihr für mich gevotet habt, dass ihr meine Abonnenten geworden seid. Ich werde demnächst auch nochmal ein Gewinnspiel starten im Laufe dieser Terraria Let's Play Reihe, wie manche es schon gewohnt sind. Und zwar werde ich dann irgendwas abfragen und ihr müsst mir dann die richtige Antwort sagen.
Ja, da 300 Abonnenten habe ich jetzt schon geknackt. Da danke ich auch nochmal herzlichst. Und ich sag dazu nur noch, I'll be back. Und wir starten hoffentlich jetzt gleich. Ich bin nämlich schon ganz verrückt darauf, den Hardcore-Modus euch zu zeigen. Und man startet nämlich jetzt auch schon mit dem Kupfer Shortsword, was mir aber absolut nicht gefällt. Ich mag dieses Schwert absolut nicht. Eine Kupferspitzhacke und eine Kupferaxt. Der Startpunkt hier gefällt mir jetzt schon auf Anhieb. Direkt Eisen, direkt Holz. Man kann hier eine schöne flache Ebene draus machen. Den Spawnpunkt werden wir behalten. Das heißt aber auch, dass ich auf dieser Ebene gespawnt bin. Das heißt, ich muss die Hütte eine Ebene drunter setzen. So, das dient mir jetzt erstmal als Anmerkung, dass ich weiß, da ist der Spawnpunkt. Es ist jetzt auch so viel Neues hinzugekommen bei Terraria. Es gibt jetzt die Hasen, es gibt einen neuen NPC, der Skeleton. Wenn man den besiegt hat, erscheint er als NPC auch in der Stadt. Der verkauft dann Kleidung, ist eigentlich wahrscheinlich mehr so ein Gimmick, als wie das es nützlich ist. Aber wir werden sehen. So. Eisen nehme ich natürlich direkt mit. Aber das geht schon mal fluxig. Auch die Baumfarm wird dabei sein. Die werden wir uns später auch noch bauen. Ah, ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Ich freue mich auch schon, die ersten Folgen wieder hochladen zu dürfen. Im Tutorial habe ich auch noch so ein bisschen rumgetrickst und versucht, so meine Linie zu finden. Da habe ich dann teilweise den Charakter ein bisschen synchronisiert, was ich jetzt lassen werde. Und wie gesagt, das Terraria Let's Play war so eigentlich das erste von mir richtige Let's Play, wo ich auch spreche. Die Qualität hat sich jetzt wesentlich verbessert. Ich habe keine Probleme mehr mit Fraps. Wir können direkt in einer vernünftigen Auflösung spielen, weil angefangen habe ich ja sogar noch auf 800x600 in der ersten Version. Das ist jetzt alles Geschichte und das finde ich gut so. So kann ich direkt in HD aufnehmen. Ist zwar nur 1280x800, aber es reicht. Ja, spring du mir beim Kopf. Die Slimes sind anscheinend ein bisschen akrobatischer geworden. Oh, da machen wir uns eine schöne plane Ebene. Herrlich. So. Also das wird auf jeden Fall ein gigantomatisches Let's Play. Das gibt schon mal ein Eisenschwert 100 pro. Einen Ofen brauchen wir aber eigentlich auch. Und da wir hier eigentlich so schön Stein haben, was das direkt mal mit. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, weil die Nacht ist jetzt natürlich umso gefährlicher. In der ersten Nacht werde ich euch das wahrscheinlich noch mal zeigen, wie das ist, wenn man drauf geht. Da wäre es aber natürlich schon schön, wenn ich die Kiste habe, weil ich glaube, die Sachen in der Kiste, die bleiben trotzdem erhalten. Man verliert halt nur sein ganzes Inventar, Energie, Mana und so weiter. So. Die Turniere werden natürlich auch noch weitergeführt. Ich hoffe ja, dass wir da bald eine richtige Community draußen machen werden. Und da auch eine ordentliche Wertung reinhauen, weil auch da bin ich zum Glück der Erste, der die richtigen Terraria-Turniere hier macht und als Kommentator da auftrete. Es gibt zwar schon viele Let's Play Togethers von Terraria, wo aber dann zwei Teams zwar sind, aber der Aufnehmende ist dann meistens in einem Team drinne und spielt dann praktisch mit. Den Client habe ich mir extra dafür gekauft, damit ich moderieren kann. Boah, voll den Hasen geslaint. Und da werde ich dranbleiben, weil das ist mein Game. Es ist einfach genial, mir gefällt es teilweise schon ein bisschen besser als Minecraft, weil Minecraft schon so ein paar Macken hat. Auch die Mods funktionieren noch nicht ganz so, wie ich mir das gerne wünschen würde.
Ne, Wooden Sword, ich bin doch nicht blöd. Ich mache mir da jetzt kein Wooden Sword, wenn ich noch Eisen habe. Und wie... Achso, genau, ich brauche Fackeln. Jetzt kann ich mir keinen Ofen machen. So. Genau, einen Hammer brauchte ich. Dann auch der Guide hat jetzt eine neue Funktion, die nennt sich Crafting. Der zeigt mir dann an, wenn ich da jetzt zum Beispiel irgendwas reinsetze, was ich damit craften kann. Na, ich kann das jetzt nicht craften. Der sagt mir jetzt zum Beispiel hier Bett, da brauche ich aber noch 5 Silk. Ja, deshalb, das kann ich jetzt nicht craften. Das ist einfach so eine Zusatzfunktion, eine Hilfsfunktion, damit man irgendwie jemanden hat, der einem sagt, was man denn jetzt gerade aus seinen Ressourcen basteln kann. Finde ich sehr schön. Und das gefällt mir natürlich auch riesig, dass sich Terraria immer weiterentwickelt. Also da werden wir noch jede Menge Spaß haben. Und auch in diesem Let's Play werden wir wahrscheinlich noch einige Versionsunterschiede miterleben. Und einiges dadurch auch erleben. 16 Eisenohr habe ich schon. Das ist sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Den Ofen haben wir auch. Den setze ich mir wie immer direkt neben die Werkbank. Das heißt, ich kann mir jetzt auch Kupferbarren schon mal machen. 5 Stück. Gut, dann machen wir natürlich erstmal den Amboss draus, damit wir den haben. Weil ohne den geht ja nix, so. Ja, auf den Guide muss ich jetzt natürlich auch aufpassen. Der ist jetzt genauso kill-able wie die anderen NPCs. Deshalb muss ich gerade bei einem Blood Moon da höllisch drauf aufpassen. Also, aber wenn es euch gefällt, die Videos, dann Daumen hoch bitte für mich und schreibt mir eure Kommentare. Ihr könnt mir auch Anregungen schreiben, was ich machen soll, was ich bauen soll. Wenn ihr da Ideen habt, wo ihr sagt, boah, das muss einfach da rein, weil es halt noch nie gezeigt wurde, dann tut euch keinen Zwang an, schickt es mir, schreibt es in die Comments. Die werde ich mir natürlich alle durchlesen. Und auch gucken, dass ich für euch das bestmögliche Spielfeeling hier einfach auch rausholen werde. Also für ein FS2D Jump'n'Run Spiel ist Terraria einfach die Oberhärte. Die Grafik gefällt mir ganz gut. Der Action-Anteil ist phänomenal. Die Gegner sind einfach genial. Das Spiel ist einfach genial. Genial einfach, kann man sagen. Einfach genial. So, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Es wird langsam Nacht. Bei der Turniermap, die habe ich jetzt auch nochmal neu kreiert. Da sind jetzt schon von vornherein alle NPCs drauf, außer der Kleiderverkäufer, weil dafür muss man ja den Skeleton töten und da möchte ich, das möchte ich den Spielern doch noch selbst überlassen. Es gibt jetzt für jedes Team Spawnhütten direkt mit Bett, weil da hat man halt auch die Probleme, dass wenn da keine Betten drin sind, dass die Teams da teilweise Schwierigkeiten hatten, überhaupt zu den Hütten zu kommen, besser gesagt da zu bleiben. Und bis man dann natürlich das erste Bett zusammen hat, vergeht natürlich auch ein bisschen Zeit, weil es schon mit dem Silk ziemlich viel Rohstoffe frisst. Deshalb habe ich die jetzt direkt reingebaut. So haben wir das bestmögliche Spielfeeling. Und ich hoffe, auch da werden wir noch jede Menge Spaß bekommen. Aber ich bin jetzt auch sehr froh, dass ich Terraria wieder Let's Playen darf. Ich hoffe, dass ich dadurch noch viel mehr Abonnenten und Freunde kennenlerne. Weil für 10 Euro ist das Spiel einfach die Krönung schlechthin. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin ein Verfechter davon, dass wenn ein Spiel gut ist, sollte man es sich kaufen. Deshalb kauft es euch bitte. Weil bei so einem Spiel eine gekrackte Version oder sowas zu verwenden, das ist, als wie wenn man einem alten Mann auf die Fresse haut. Wirklich, Leute.
Das geht eigentlich nicht.